Noch immer sind Menschen schockiert nach dem, was gestern am Frankfurter Hauptbahnhof passiert ist. Dass ein Kind stirbt, es zum Zufallsopfer wird an einem Bahngleis, wo doch täglich Tausende unterwegs sind. Das besorgt viele. Müssen wir über mehr Sicherheit reden? Und was gibt es Neues zu den Hintergründen? Welche Entwicklungen dazu heute mehr bei uns in der Sendung? Herzlich willkommen zu Brisant. Ja, und jetzt gibt es schon ganz aktuell eine Entwicklung zu den Ereignissen da gestern am Hauptbahnhof von Frankfurt. Denn wie wir vor wenigen Stunden erfahren haben, ist der Mann, der das Kind und seine Mutter auf die Gleise gestoßen haben soll, kein Unbekannter. Er wird bereits seit mehreren Tagen gesucht, und zwar von der Schweizer Polizei. Und mittlerweile, das ist ganz aktuell, gibt es nun auch einen Haftbefehl in Deutschland gegen diesen Mann. Zu der aktuellen Entwicklung und zu der Diskussion heute um Sicherheit an deutschen Bahnhöfen jetzt mehr. Wir wollen nach dieser Tat, die uns sicherlich alle fassungslos zurücklässt, aber nicht allein auf den Täter gucken und auch nicht nur auf die Frage, brauchen wir mehr Sicherheit an deutschen Bahnhöfen? Nein, vor allem wollen wir jetzt auch über die Opferseite sprechen. Denn das sind ja nicht nur die Menschen gewesen, die da am Bahngleis standen und dieses Furchtbare mit ansehen mussten. Nein, es sind auch Lokführer betroffen, Zugpersonal. Also viele Menschen, die durch solch eine Tat plötzlich in einer Ausnahmesituation stecken. Und dieses Gefühl bleibt bei vielen. Die Anteilnahme nach diesem Vorfall ist riesengroß. Und deshalb findet heute Abend am Hauptbahnhof in Frankfurt auch eine Andacht statt. Und es wird eine Mahnwache geben, das also noch dazu. Ja, die aktuellen Entwicklungen zu diesen Vorfällen im Netz, auch bei uns unter brisant.de, werden immer aktualisiert. In Blaubeuren in Baden-Württemberg, da ist vergangene Woche ein Haus explodiert. Und die Bestürzung danach war riesengroß, denn man hat in diesem Haus dann drei Tote entdeckt. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, es waren ein Vater und seine zwei Töchter. Nun ist dann weiter ermittelt worden in diesem Fall. Und dabei hat man jetzt Erstaunliches herausgefunden. Und damit ist aus dieser schrecklichen Tragödie jetzt auch noch ein Kriminalfall geworden. So, jetzt schauen wir auf ein Thema, da können viele mitreden. Diese Aktion der Deutschen Post, die ging leider nach hinten los, dabei war sie so gut gemeint. Und zwar hatte DHL seine Kunden aufgerufen, doch bitte Fanfotos zu schicken. Also so nach dem Motto, wie gut läuft es mit Ihrem Paketzusteller? Also eigentlich eine schöne Aktion und es gab auch was zu gewinnen. Aber die Sache ging dann vollkommen nach hinten los. Und so gab es nicht nur Fanpost. Man könnte sagen, es gab eher einen Shitstorm. Und es ging auch um solche Bekundungen. Ich habe Ihr Paket mal eben auf den Balkon gelegt. Ja, es kommt mehr jetzt. Jetzt geht es um die größte Party des Jahres. So schön kann er aussehen, der Himmel zu Silvester. Aber womöglich gibt es das so bald nicht mehr. Denn in 31 deutschen Städten wird darüber diskutiert, Feuerwerk zukünftig abzuschaffen. Die Deutsche Umwelthilfe, die möchte das gern so. Grund ist die Feinstaubbelastung in Innenstädten. Ist ja ein Riesenthema, schon lange. Und nun könnte tatsächlich auch das Silvesterfeuerwerk dran glauben. Ja, sicherlich, vor allem, wenn es dann zum Ende des Jahres soweit ist. In mehreren Städten könnte es diese Verbote geben. Wo welche Städte betroffen sind, auf brisant.de einfach mal nachgucken. Da haben wir es für Sie zusammengestellt. Was ist noch passiert? In Rostock, da sind Spezialkräfte der Polizei ausgerückt, weil jemand von einem Balkon geschossen hat. Und inzwischen wissen wir da mehr zu den Hintergründen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie wollen an diesen Strand fliegen, haben für den teuren Urlaub auch schon bezahlt. Und dann kommt der Reiseveranstalter und sagt, also Moment mal, bei uns ist gar kein Geld eingegangen. So haben das Tim und Alina Meyer erlebt. Und sie sagen, das kann so gar nicht stimmen, denn wir haben doch bezahlt. Und zwar direkt im Reisebüro. Und mit dieser Geschichte sind sie nicht allein. 160 Urlaubern soll es mit diesem Reisebüro ganz ähnlich ergangen sein. Also statt Urlaub richtig viel Ärger. Wir gucken jetzt auf die Prominenz heute an diesem Tag. Wir haben die Ex von Rapper Sido heute in der Sendung. War ein ganz emotionales Gespräch. Dann Stefanie Hertel, die hat was zu feiern. Und Promis und ihre geheimen Begleiter. Jetzt geht's los. Brisant Prominent wird Ihnen präsentiert von Mascara Med XL Volumen. Quizfrage: Was haben folgende Promis gemeinsam? Kate Hudson und Gwyneth Paltrow, Selena Gomez und Sängerin Taylor Swift oder auch diese zwei hier, Michael Douglas und Danny DeVito? Antwort:
Alle sind dicke Freunde. Und zwar nicht, weil es die Kamera so will, nicht, weil sie eh berühmt sind und das jetzt auch noch so hübsch passt. Nein, weil sie das Leben zusammengebracht hat. Und da geht es den Promis eben nicht anders als uns allen. Echte Freunde braucht man. Und wenn es nur dafür ist, dass man sogar schweigen kann und es sich auch noch richtig anfühlt. Und heute wäre übrigens der passende Tag, mal Danke zu sagen. Und was sollten die Filme noch zeigen, wenn schon alles klar wäre? Also was macht für Sie Freundschaft aus? Spannende Frage, schreiben Sie uns doch gern unter den sozialen Netzwerken. Wir lesen alles und sind gespannt. So, normalerweise ist er der Mann für die großen Schlagzeilen. Und zu ihm kommen wir jetzt, zu Rapper Sido. Seit Jahren ist dieser Mann erfolgreich. Jetzt meldet sich allerdings eine Frau zurück, die war mal die Freundin an seiner Seite. Und die möchte jetzt gern auch wieder groß durchstarten. Reen heißt sie, besser bekannt als Doreen Steinert. So sieht sie aus. Die macht auch schon lange Musik, wurde in einer Castingshow entdeckt mit der Band Nu Pagadi. Und jetzt will sie wieder in die Charts. Und über den steinigen Weg zum Comeback, der war es nämlich durchaus, hat sie unserer Promi-Expertin Susanne Kleen erzählt. Und es war sehr emotional. Ja, es flossen sogar ein paar Tränchen. Unsere Susanne war unterwegs und hat Reen getroffen. Wir schauen jetzt nach Schweden. Dort sorgt gerade ein Fall für Schlagzeilen und sogar für politische Verwicklungen. Und da dreht sich alles um einen Mann, der sonst sein Geld mit Musik verdient hat. Liebe Stefanie, ja, es passiert auch den Besten. Stefanie Hertel ist jetzt auch im Club der 40-Jährigen angekommen. Aber bei dieser Frau machen wir uns ganz ehrlich überhaupt keine Sorgen. Die ist mutig, sie kann singen. Und im Notfall, wenn das Auto nicht anspringt, dann nimmt sie eben die Skier. So ist sie, harter Hertel. Und ein großes Herz hat sie auch noch. Riesenglückwunsch. Und da sind wir nicht die Einzigen, die das sagen. Genau, die macht's wie die Queen, die feiert auch zweimal. So, wir sagen Tschüss für heute. Jetzt gefragt, gejagt. Bis morgen. Tschüss. Brisant Prominent wurde Ihnen präsentiert von Mascara.